Okay. Herzlich willkommen zu Cyberpunk. Also, wir sind jetzt im Update 1.21. Ich habe jetzt versucht zu starten und der war am Rückeln wie er. Ja, komm, schon wieder. Super, ey. Hoffentlich klappt das. Also, Performance ist jetzt natürlich ein bisschen kacke, oder? Vielleicht muss er sich noch ein bisschen eingewöhnen. Ich habe keine Ahnung. Also, die ganze Zeit ist der am Rumrödeln. Also, die haben jetzt wieder viel gefixt. Gewixt? Gefixt? Mal gucken, kann man hier alles. Ja, der guckt mich an schon. Ich schaffe den Zutritt ins Lagerhaus. Also, ich wollte jetzt nicht hier machen. Psycho-Killer. Was haben wir hier? Klimaanlage. Was haben wir hier? Ja, der Felix ist gerade noch ein bisschen bei mir und versucht jetzt hier mir. Versucht hier was zu machen, aber. Wir können ja mal das Tor schließen. Mal, wo steht denn der Typ? Steht der im Tor? Ja. Ja, ich guck gerade, ob ich nicht irgendwie. Verfügbare Hack Speech Control. Was haben wir hier? Ich habe hier mal Schokolade liegen. Das kann sein, dass ich mal zwischendurch mal was in was schmatze. Ah, guck mal, ja, komm. Oh, ey, guck mal. Kann ich gehe mich noch näher Antenne. Die Augen sind gut, ne? Ah, hier, guck mal, ist auch noch was. Ob ich da hochkomme? Eine Türe ist das hier. Okay, ja, ich glaube, es rüttelt nicht mehr. Na, hoffen wir's. Naja, gut, gespeichert ist ja bis dahin. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Ich gehe jetzt mal hier hin. Dann gucke ich mal, ob ich hochkomme. Oh, ich komme sogar hoch. Kack. Wow, ich bin sogar oben. Wie geil ist das denn? Warte mal, hier ist irgendwas, ne? Da ist ein Typ. Hier ist ein Typ. Das Geilste ist, ich kann so machen, ich sehe dann alles. Wie geil ist das denn? Ich will mal gerade runtergehen. F5? Speichern wir das mal. Ne, öffnen tue ich nicht. Aber hier. Ist noch jemand? Ich versuch's erstmal. Ich mach's erstmal. Warte mal. Hey, was ist denn? Hallo? Hallo? Guck dich doch. Mach mal den mal kalt. Speech Control, Schnaps bin aus. Kurzschluss. Ne, warte mal, ich muss F drücken. Ne? Komm. Ah ja, jetzt habe ich es nochmal. Optik Neustart. Was ist das eigentlich? Audioschock. Das ist natürlich, dass er. Speicherlöschung, Optik Neustart. Er ist tot. Er ist tot. Ich versuch's mal. Ich öffne das mal. Da ist noch einer. Okay. Implantate, Räte, Batterien. Scheißen muss getroffen. Halt die Fresse oder bescheiß deinen Tod. Hohoho. Sind noch mehr Leute. Zwei Stück. Draußen sind ein paar. Die werden dann reinstürmen, wenn ich das mache hier. Ich speichere mal ab. Scheiße, warte mal gerade. Vielleicht. Ne, warte mal, der hat den Blick zu mir. Ja, dreht sich um. Ich versuche jetzt mal in die Tür da reinzukommen. Ohne, dass jetzt einer was bemerkt.
Der geht jetzt rein oder geht der hoch? Nee, geht gar nicht hoch, aber der könnte hier mich sehen wahrscheinlich. Dreh dich um, du Sack. Ich guck gerade auf dieses kleine Teil da links. Jetzt, ah. Okay. Mach mal zu. Sind wir erstmal drin. Super. Euro-Dollar, Euro-Dollar. Könnt ihr auch mal fixen, dass die Euro-Dollar nur kurz anzeigen. Und nicht immer. Dass man sieht, wie viel Geld man hat, ey. Das könnten die auch mal fixen. Wichsen. Fixen. Ah, ich bin schweinig, ich weiß, ey. Ich bin echt schweinig. Ist halt so. Was hat man denn, außer irgendwie schweinig zu sein? Vom Leben. Schwein sein ist gut, Schwein sein ist gut. Ah. Versorge die Ausnahme auf der Flagerhalle, okay? Morgen und Mitternacht wirst du tot sein. Ein gewisser Konzern betrat nachts das Netz, als es plötzlich eine Störung gab und ihm ein roter Dämon erschien und sagte, morgen Nacht wirst du tot sein. Der Konzern nahm die Bedrohung nicht ernst und schlief friedlich nachdem er den Netz verlassen hatte. Am nächsten Tag ging er zur Arbeit und kam nach Hause und nichts Schlimmeres war ihm widerfahren. Doch als seine Tochter ihm am nächsten Morgen aufwecken wollte, war er optische Implantat herausgebrannt worden. Sein ganzer Körper war gesenkt und in zwei Teile geschnitten. Wenn du diese E-Mail-Kette unterbrichst, wirst du morgen um die Nacht dasselbe widerfahren. Wenn du diese Mail nur an drei Leute weiterschickst, wird der Dämon einer geliebten Person wehtun. Schickst du sie an 15, folgt dir der Dämon 5 Tage lang im Netz, wird dir aber nichts tun. Nur wenn du sie alle an deine Kontakte schickst, wird dein größter Traum wahr werden. Bei meinem Onkel hat es funktioniert. Es tut mir leid, dass ich dir das geschicken muss, aber jemand hat es mir geschickt. Er mag komisch klingen, aber diese E-Mail weiterzuleiten wird dein Leben retten. Oh, Witz, lass nach, du bist umzingelt. Dieser Drecksack. Das überrascht dich im Ernst? 50 Jahre im Seelenknast schirm dich von so einem Zeug ab. Und dann dieser Ausschnitt. Du Glückspilz. Hey, wie? Sorg dafür, dass er das bitter bereut. Bitte, bitte. Oh mein Gott, ey. Erschossen. Sag Aaron. Aaron. Oh, ihr müsst ja bei unter A sein, oder? Was? Was? Guck mal, da ist noch eine Mail drin. Nachricht öffnen. Komm doch mal eine kleine Gemeinde vorbei, wenn du Zeit hast, dann unterhalten wir uns ein wenig. Hab mich um den Transport gekümmert, mein Fahrer ist schon unterwegs. Aha. Okay.
Okay, pass auf. Warte. Ich muss mal gerade gucken. Ey, guckt jetzt hier rüber. Aber wir haben jetzt hier keine... Oh. Warte gerade. Oh, ich habe den Wagen gerufen. pass auf. Ich mache jetzt mal gerade F5. Damit ich mal speichern können. Dann guck ich mal, ob ich hier rauskomme. Okay. Momentchen. Wo sind wir denn hier eigentlich? Aber wir können ja... Können wir hier hoch? Wir können eigentlich hier hoch, ne? Momentchen. Warte, geht nicht. Oh, bevor ich jetzt hier was Falsches mache. Okay, ein bisschen zurück. Was mach ich denn hier für ein Scheiß, ey? Okay, und da sind wir schon mal ein bisschen hier runter. Nee, ich muss hier runter. Ich muss hier runter, okay. Und jetzt? Na gut. Speichere es nochmal ab. Den muss ich jetzt drehen. Aber ihr könnt eigentlich abknallen, oder? Können wir ein bisschen noch Loot sammeln hier, oder? Oh, du Sau. Ah, der ist weg. Weißt du, ihr könnt es machen? Einfach die abknallen. Einfach die mal abknallen. Wir haben ja gespeichert, oder? Knallen die mal ab. Ja, ich weiß, wo die sind. Okay. Ich weiß, was wir machen können, oder? Wir werden mich doch auf dem Dach nicht so finden, oder? Ich gehe nochmal aufs Dach. Und dann machen wir hier nochmal 2. Gehen wir runter und dann gucken wir mal. Hier, ja. Kopfschuss. Irgendwer kriecht hier rum. Der ist hier ungefähr. Nee, der andere ist hier. Der wird mich eher sehen. Komm schon raus, du feige Ratte! Ja, bin ich auch. Ich geb's jetzt. Du bist hier! Ich weiß es! Hab ihn! Meinst du sicher? Du bist dahinter, ne? Sau ist das hinter. Okay. Du bist tot. Hörst du? Momentchen. Aber hier so hin. Hier, ne? Hab ihn! Hat wohl nichts gebracht. Scheiße, der steht da hinter dem Teil, ne? Oder bin ich blöd?
Nee, das ist wirklich so. Ich komm dich jetzt suchen! Ich will dich. Wo bist du denn? Hä, wo ist der denn? Wo ist der? Wo ist der Penner? Ist der da drunter? Ist nur eine Frage der Zeit! Der ist wirklich da drunter. Naja. Aber nicht. So? Hab ihn! So? Seid mal unten, ne? Ja, ihr seid mal unten. Wunderbar. Ich muss nur halt aufpassen. Ich kann jetzt nicht speichern, glaube ich. Nein, der geht jetzt hier rüber. Wahrscheinlich will er hier hoch, ne? Oder? Na, die sind so, glaube ich, so sind die nicht. Der muss da jetzt erstmal hier kommen. Scheiße, warte mal. Ich finde dich, du Ach, Ficker. Komm, du Penner. Du Wichser. Ich bin Ficker, du bist ein Wichser. Ich kann wenigstens ficken. Du kannst, musst hier nur... Ja, ich weiß. Bin ich jetzt total bekloppt, oder was? Oh, leck mich am Arsch, hier könnt ihr nicht... Schon die ganze Zeit. Ja, komm raus, du Penner. Ach, komm, dann müssen wir leider hier ein bisschen rein. Z. Ey, warte mal, wo war das denn jetzt hier? Ach du Scheiße. T. Hä? Nachrichten? Ach du Scheiße, wo war denn hier? Der war doch was hier. Die waren bei uns im Haus, in meinem Haus, sonst scheiße, ich werde die Augen zutun, bis wir die Drecksäcke erwischt haben. Wer ist das denn, Paris? Ja, und sie waren nicht nur irgendwo in meinem Haus, sondern überall, im ganzen Haus. Verschwanzt. Ach du Scheiße, wie wenn die bei dir zu Hause sind, überwachen sich auch mein Telefon, die wissen sicher schon von dir. Was hast du jetzt vor? Er kam jetzt nie von mir. Ist ja auch gut so. Elisabeth hat den Raum gezeigt. Achso, jetzt ja noch mehr. Wie, ich habe mit Elisabeth gesprochen. Sie hat bekräftigt, dass du mir gesagt hast. Wie lange läuft das denn so? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was er angefangen haben könnte. Aber es ist ja gerade nicht wahr. Ich kann mich nicht einmal auf meine eigene Erinnerung verlassen. Wer weiß, wie viel es schon überhaupt ist erst. Ich erinnere mich noch an meinen Bruder. Glaube ich zumindest nicht. Ich bin mir nicht sicher. Warum taucht er plötzlich in meine Erinnerung auf? Elisabeth hat mir einen Raum gezeigt, den ihr gefunden habt. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, völlige Kontrolle verloren zu haben. Die waren bei dir, bei mir zu Hause, in meinem Haus, haben die Scheiße. Das habe ich ja gelesen. Was hast du vor? Antworten? Ja. Ah, hier, guck mal, es geht weiter. Es geht weiter. Deswegen habe ich geschrieben, was hast du vor? Du bist tot. Okay. Hörst du? Kann ich jetzt speichern? Ich kann sogar speichern, ne? Hier habe ich gespeichert. Ja, wunderbar. Ja, dann können wir ja ein bisschen rumhantieren hier. Dann können wir ja noch was rumhantieren. Der ist ja sehr gut. Okay, okay. Lukas, die hatten erstmal Update, ey. Fast eine Stunde Update. Ich finde dich, du Ficker. Okay. Ja, das muss ich schon mal gerade hier rein. Warte mal gerade. Fehler, Kontakt nicht gefunden. Oh oh. Oh, die haben hier was gemacht. Eieieiei. Ich hoffe, ich mal gucken, dass jetzt gleich bald passiert.
Na kommt. Komm raus. Feiner Mann, komm raus. Warte, Schatz, hol die mal rein. Schalt die mal raus. Na? Erstmal Update ohne Ende. Ich habe gedacht, das würde lange laufen. Okay, dann wollen wir mal Ablenkungsmanöver. Komm, hier Ablenkungsmanöver machen. So. Los, wir beenden es! Wo kamst du denn her, du Penner? Mein Gott! Ich habe mich gerade erschrocken, ey. Sorry. Ich habe mich echt erschrocken. Krass. Naja, jetzt ist nicht möglich. Ja, ja, klar. Ist jetzt möglich? Jetzt ist möglich. Okay. Das war's. Ja, ja. Okay. Gehen wir mal hier hoch und dann machen wir hier erstmal looten. Ja, wenn, dann müssen wir schon looten hier. Das hat ja keinen Sinn. Z. Also, was? Mein Schmerz, die. Also, Scheiße, was hast du getan, Fuscher? Was? Dein Schmerz in der Schmerzeditor funktioniert nicht. Mein Kopf tut weh. Dass ich mir gleich die Optik rausreiß. Wenn ich dich finde, schneid ich dich mit meinem eigenen Skalpell in zwei Hälften. Miller versucht, das Implant zuerst zu booten mit dem Befehl Run Editor. Oh, ja, hat funktioniert, sorry. Gern geschehen. Ach ja, und meine nächste Eingriff kostet das Doppelte. Ah, ja, klar. Ist doch ein Idiot, ey. Krass. Sehr gut, sehr gut. Aber es nützt dir nichts, bis nämlich jetzt Death. Death. Oh, das ist alles unten, ne? Dad, du bist der Tod. Ich bin gemein, ne? Oh, ich bin sowieso heute gut drauf, ey. Boah, ey. Jo, ich bin so gut drauf, glaub mir das. Wär besser drauf als drin, ne? Besser drauf als drunter. Wer es nicht glaubt, der muss sich überzeugen. Aber nicht Mann, sondern Frau. Oh, 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 oh. Ich bin ein Arsch. Komm. Ah, hier, guck mal, hier ist, ey. Einfach das Implantat, weiterhin bekannt als Schmerzeditor, ist Cyberware mit den Schmerzen reduzieren. Achso, das ist der schmerzreduzierende Dings da. Warte, ja, natürlich, ne? Seit 2000 liegt nicht immer, okay. Ja. Oh, ich kann das sogar. Ja. Oh, super. Na, super. Klasse. Naja, gut. Ist mal. Öffnen wir das Ganze mal. Wäre ja nichts drin, hey. Weil ich verbinde nochmal. Okay, Sibla, BD, Sima, BD, Sima, 7A, Momentchen, 55, dann nehmen wir die 7A, 55, E9, 7A, 55, 1C, manchmal verstehe ich es nicht. Na ja, gut. Moment, ich guck gerade was nach. Schnell! Ich weiß. Hä, hallo? Wo ist das dann? Moment, ich bin sofort wieder da. Okay, alles klar. Wir machen weiter jetzt. Ich habe schon wieder irgendwas erlebt, was ich gedacht habe. Blum, blum, jawoll, und alles klar. Hast du gut gemeint, Hast du gut gemeint, aber war doch nicht das, was ich wollte. Wenn man doch eine Band vorstellt, ne? Da kann man doch nicht einfach so ein bisschen mit Handy was aufnehmen. Naja, ist egal. Scheiße. Oh.
Sag Aaron Bescheid, was du getan hast. Ne, was er getan hat. Dass du weißt, wer es getan hat. Bring die Aufnahme zu Aaron. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich anrufen soll hier. Ich geh nochmal hier hoch. Ich geh nochmal gerade hier hoch. Okay. Vielleicht muss ich erstmal hier raus. Kann auch sein. Hab ich denn alles? Handtücher, super. Okay. Ich halte, dass man das nicht geben kann, wenn man in dem Modus ist dann, ne? Eine Schallplatte! Die auch noch verkaufen könnte, wäre gut, ey. Algebeja! Oh, da ist auch noch was. Parfüm. Algebeja schon wieder. Haben wir noch irgendwas? Geheimraum oder sowas? Aber ich öffne das mal. Toilette, aber die hat auf der Toilette ein paar Karten. Naja, gut. Kann man nicht viel machen. Aber hier haben wir noch. Ah, hier haben wir noch was vergessen. Okay. Hier ist auch noch was. Ja, muss echt aufpassen, dass man nichts fast irgendwas übersieht. Nee, war gut, dass ich die gekillt habe. Wir hier noch ein bisschen looten können. Okay, ich würde sagen, lass uns raus. Öffnen verschlossen. Ich gehe mal gerade raus. Gucken wir mal, was weiter geschieht. Warte, ich mach mal J. Das wäre das. Das wäre das. Warte, jetzt muss man gerade gucken, was jetzt passiert. Sag Aaron Bescheid. Warte mal, sag Aaron Bescheid. T. Aaron. Gebäudeverwaltung. Welcher Aaron? Aaron. Parker Thorn. Jimmeres. Aaron. Unbekannte Nummer. Ich ruf den mal an. Wir öffnen mal das. Haben wir hier noch einen Aaron? Zuckerbär. Aaron. Wer war das jetzt eigentlich? Mitch. Lockenmittel vom Bart. Aaron. Ich hab was mit Parley. Okay, dann. Hier ist mein Auto. Steigen wir mal ein. Oh, ich brauch mein. Mein Pad. Ich hab mein Pad nicht. Aber egal, komm, fahren wir mal. Fahren wir mal zur Tastatur. Wir fahren zur Tastatur, Mann. Ich muss mein Pad jetzt aus dem Wohnzimmer holen, hab ich keinen Bock drauf. Pass auf, ich steig mal aus. Wir speichern das Ganze. F5. Nee, F5, ja. Okay, dann jetzt gehen wir zum Aaron. Mal gucken, ob es klappt. Hier ist eine Treppe. Ja, hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Gehen wir hoch. Vielleicht klappt das nicht mit dem Aaron da. Eine runter, warte mal. Was haben wir denn hier? Okay.
glaube, hier sollte irgendwas alles aufzumachen sein und so. Oder nicht. Oder irgendwie einem Hintergrund, der sagt, leck mich aber, ich lass mich in Ruhe oder sowas in der Richtung, wäre nicht schlecht. Was? Aaron, wie hier. Ich hab die Aufnahmen. Oh, wie? Ich dachte, du wärst einer von diesen Irren von Serenity Bible. Komm rein. Und? Gab's irgendwelche Probleme? Alle aus der Welt geschafft. Wie immer. Du bist echt hart wie Stahl, hm? Nur so überlebt man da draußen. Okay, jetzt gib mir schon die Aufnahmen. Na los, keine Müdigkeit vorschützen. Diese Aufnahmen sind für irgendeine Untersuchung, oder? Dreckiges Ding, ich sag's dir. Aber dank deiner Hilfe kann ich das voranbringen. Schwer, sich davon zu trennen. Der Inhalt ist echt faszinierend. Aber du solltest sie nicht ansehen. Das war Teil des Deals. Ach, jetzt pochst du auf Regeln, hm? Ja. Die Aufnahmen lassen dich nicht gerade gesetzestreu dastehen. Oh, oh. Spar dir den Moralapostel. Ich nehme an, du willst was. Also, spuck's schon aus. Ich will, dass du hinter Gitter wanderst, wo du hingehörst. Aha. Pech! Wird nicht passieren! Greifst du den Polizisten an? Ich mache jetzt erstmal den Kallen und gucken wir mal. Sieht aus, als wäre mein Traum wahr geworden. Wie die Wunschfee, stets zu Diensten. Okay. Wir holen jetzt erstmal alles, was wir brauchen. Er lebt ja noch. Noch. Aber ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist tot. Aaron, das ist echt nicht mehr lustig. Es ist mir scheißegal, dass du deinen Schwanz in jedes zweite Loch in Night City gesteckt hast. Was anderes erwarte ich nicht von einem Typen wie dir. Aber du schuldest mir einen Haufen Eddies und ich brauche die Kohle echt dringend. Ich habe da aber nicht locker gelassen. Klar, regeln wir die Sache einfach wie normale Erwachsene, bevor es ungemütlich wird. Okay, natürlich, sorry. Lass uns treffen, ich gebe dir jeder einzelne Eddy zurück. Wir sehen uns bald. Okay. Aha. Hilfe. Aaron, Befehle von ganz oben haben schon wieder die Ermittlungen gegen Kabuki abgewürgt. Aber war scheiß drauf. Ich werde die Sache durchziehen. Mit oder ohne Ergebnis. Kann ich auf deine Unterstützung zählen? Nein. An deiner Stelle würde ich mal tief durchwarten und die Sache dann vergessen. Die bescheuerte Ermittlung auf eigene Faust geht nie gut aus. Ah. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst mich bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin den Voodoo Boy. Ein Voodoo Boy, hast du sicher von uns gehört? Weißt du noch, was du letzte Mal im Netz warst? Ja, ich auch. Ich habe deinen Kompressor gehackt. Co-Prozessor, achso. Und eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich dir sage, sonst macht's Rums in deine Birne. Ich denke 1000 Eddies.
sind eine gute Summe, um deinen Kopf an Ort und Stelle zu halten. Wenn du zahlst, deinstalliere ich meine Überraschung. Wenn nicht, jage ich deinen Kopf in die Luft. Aber vorher den von der Person, die du am meisten liebst. Wenn du das NPC rufst, NCPD rufst, jage ich deinen Kopf zweimal hoch. Du hast 2 Tage zum Bezahlen. Ich weiß, dass du das liest, weil ich eine Spionagekammer in deine Optik eingebaut habe. Wir haben das hier gerade gemeinsam gelesen. Der Preis... Okay. Naja. So, Winkel, hallo. Er hat mich auch gesehen. Gut. Verlasse das Gebäude. Soll ich ihn mitnehmen? Soll ich ihn mitnehmen oder was? Feuerzeug. Super. Er ist ja nicht drin. Ey, ich könnte im Scheißhaus. Ich könnte hier nicht leben irgendwie. Boah, krass. Na ja, geh mal raus. Oder was ist das hier? Okay. Verlass das Gebäude. Naja, gehen wir raus. Gucken wir mal. Mal wieder ein paar Karten. Kartenbanks. Also. Was ist das denn hier? Hä? Ist das wieder ein Aufzug? Ist das ein Aufzug? Steht eigentlich immer hier, also, mein Gott. Wie das hier aussieht, ey. Kann hier keiner mal aufräumen, hallo? Ey, räumt keiner in die... Ey, komm, im Cyberpunk räumt keiner auf. Guck mal hier, was hier im Müll rumliegt. Die, die, die. Die, die. Die, my darling. Boah, ich muss jetzt... Oh. Dai, 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 my darling. Geh mal runter. Was haben wir hier? Alter, Plakat. Geh mal runter. Guck mal, was hier ist. Okay, das ist nicht viel. Ist nicht viel. Na? Na, komm. Aber hier, guck mal, hier wieder. Warte mal, ich muss mal gerade ducken. Ich habe ja noch was im Augenwinkel gesehen. Hier. Aha. Euro-Dollar. 309. Mal gucken, wie viel Euro-Dollar. Ah, ich habe ja wieder... Ein paar Euro-Dollar habe ich wieder. Gucken, kriege ich das jetzt? Okay, jetzt haben wir ja schon wieder ein bisschen was gepackt. Ja, ist immer so eine Sache. Ich gehe noch mal ganz hoch. Kann man auch ganz hoch gehen, oder ist er... Nee, ne? Ist auch ein bisschen. Hier ist verschlossen. War das die Etage, wo ich bei dem war? Ja, ne? Nee. Nee, das ist eine Etage höher, aber hier ist nichts. Nee, hier ist nichts. Wir kommen nicht durch. Ja, einerseits ein bisschen schade, ne? Was ich gerne gehen will hier so mit den Dingern. Oh, geil. Boah, hier, guck mal. Krass, ne? Boah. Ja, und? Boah, krank. Hier kannst du auch dann... Boah. Oh. Scheiße. Scheiße. Das war jetzt ein bisschen gemein, weil, ja. Nein, da bin ich drin gewesen. Aber haben wir hier irgendwas noch, wo man reingehen kann? Oder? Krank, ey. Krank hier, wa? Geilomate, Geilomate. Ich liebe es. Ich liebe es. Hier, guck mal.
vor der Pipi-Manier. Was denn? Ich komme raus. Hey, du da! Ja, du, ich rede mit dir! Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Pappige Sojachips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Stell dir vor, du könntest das alles einfach hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht einen einwöchigen Urlaub für zwei im schicken Crystal Palace. 10 Casinos, 5 Pools, die beste Braindance-Ausstattung und die wirklich besten Köche des Universums. Wow. Willst du den Alltagsstress vergessen und auf ins Paradies? Warte genau. Keine Mikrosekunde länger. Sende Space an die 7299. Jetzt sofort. Das Crystal... Ach, das wurde ein wenig unangenehm zum Schluss. Aber danke für die gute Arbeit, V. Und mach dir keinen Kopf. Aaron erholt sich schon wieder. Wenn er aufwacht, wird er sich daran erinnern, dass wir die Aufnahmen haben. Und dann haben wir eine Quelle im NCPD. Auftrag erledigt. Jawohl, so muss das sein. muss das sein, meine lieben Freunde hier. Ja. Aufträge, was haben wir denn noch so hier? Bitte. Zähle ein Computer stehlen. Die heilige Schiebe. Weil, wenn ich das alles vorlese. Aber ich würde sagen, die Stangen aus dem Laden und so, das machen wir jetzt. Klau diese Aufnahmen aus den Dickies Twister, hier die Cops sie finden. Glücklicherweise hat der Herr uns seinen Segen geschenkt. La Trio ist derzeit nicht in der Stadt, also solltest du lieber schnell an die Arbeit machen und die göttliche Hilfe denn des Herrn zu ignorieren ist auch keine Sünde. Wir gehen jetzt mal. Warte mal gerade. Nee, Quatsch. Hier wollte ich hin. Charakter, was haben wir denn hier? Ein verfügbar. Technische Fähigkeiten. Hauen wir die rein oder sagen wir Konstruktion? Reflexe, Handfeuerwaffen, Klingen. Intelligenz, Bridge Control. Da haben wir schon 11. Wir werden jetzt hier einfach. Coolness, Handfeuerwaffen, Klingen, Konstruktion, Addikt von der Straßenschlägerei. Oder hier, Kampfmaschine. Ich kann bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität in Stilmodus. Jeder Level bedeutet, kritischer Schaden wird um 2% erhöht. Alle Resistenten werden um 2%. Hier haben wir nix. Doch, sorry, also hier. Konstruktion. Hallo? Hier zeigt er was an. Hier? Hier zeigt er was an. Deine deine körperliche Kraft, sie ermöglichen es dir, Türen gewaltsam zu öffnen. Ah ja, genau, das wollte ich eigentlich machen. Bam. Richtig. Vernichtung. Verringert den Ausdauer bei einem Blockieren von Nahkampfwaffen. Deine Gesundheit regeneriert sich langsamer im Kampf. Also, erhöht den Nahkampfschaden. Straßenschlägerei. Da haben wir auch nichts gemacht. Erhöht den Schaden, um schweren Waffen mit stumpfen Waffen umzuwandeln. Menschen, haben wir nicht da irgendwie verringert die Ausdauerkosten für alle Angriffe mit stumpfen Waffen? Bei Angriffen mit stumpfen Waffen? Ne, ich habe ja stumpfen Waffen. Vernichtung. Warte mal, haben wir nicht hier? Ich habe doch die Katana. Wo haben wir die denn hier? Athletik. Momentchen. Haben wir hier irgendwas? Erhöht die Nahkampfschaden um 10. Warte mal, Klingen? Ich hab doch irgendwas mit. Hab ich keine Klingen irgendwie hier? Partie Schrotflinten und leichte Maschinengewehre verursacht 3% mehr Schaden. Maschinengewehr brauche ich doch nicht. Schrotflinten habe ich ja nicht. Na, kann. Schrotflinten hasse ich. Ich mag keine Schrotflinten.
Erhöht den Schaden in Angriffskombos mit stumpfen Waffen. Ich habe aber keine stumpfen Waffen. Ich bin ja gerade mal gucken, was soll ich denn hier machen? Deine Gesundheit regnet sich langsam am Kampf. Die Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Wieso, der muss sich doch schnell regenerieren. Was ist das? Nützt das jetzt langsam? Verstehe ich nicht. Ermöglicht das Nachladen. Ja, komm, hier, das machen wir. Das ist auch gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Beim Rutschen kann ich nachladen. Ja, das ist sehr gut. Das können wir machen. Don't walk. Gleich mal ein. Fahren wir mal dahin. Das ist so geil, das Auto. Hammer krass. Aber das andere ist auch geil. Wir kommen nur schneller von A nach B, ne? Ja gut, außer wenn ich Unfall baue. Hallo? Ah, ich bin immer noch mit der Tastatur beschäftigt. Aber normalerweise kann ich auch mit der Tastatur spielen. Ich muss mal gucken, wo ich hinfahren muss. Vielleicht um 1 Kilometer. Ich sehe schon da. Keine Autos rein, ich kann fahren wie wild, ey. Geil. Ah! Na komm, 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 dreh dich. Oh, 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 du bist tot, scheiße. Hat er aufgenommen. Hoffentlich nimmt er auf. Okay, ich würde sagen, ja. Hoffentlich nimmt er auf. Ich kann wieder nicht ausschalten. Ich kack ab. Kann die Pause nicht reinmachen und nichts. Ich hoffe, der hat aufgenommen. Au, au, au. Manchmal, ey, ich bin... Okay, ich guck mal, Toxy Shop nimmt auf. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dagegen gefahren bin. Ach so, deswegen, okay. Er macht das schon wieder. Leck mich am Arsch, ey, scheiße. Dixie.
Hey, wie geht es dir? Alles in Ordnung? Ich hoffe, du hast einen Fortschritt gemacht in deinem Biochip. Scheiß drauf. Ich sag dir jetzt ganz direkt, ich mag dich wie und ich vermisse dich. Und irgendwie fühle ich mich blöd dabei, das so zu schreiben. Aber ich klicke jetzt trotzdem auf Senden. Ich vermisse dich auch. Hey, ohne dich ist Nightingale einfach nicht dasselbe. Vermisst dich auch. Das ist ja noch eine. Beides ist schön. Und ich ist nicht dasselbe. Ich vermisse dich auch. Pass auf, ich habe eine Idee. Hau einfach aus Night City ab. Mit mir, mit uns. Genau dasselbe haben soll. Und ich auch schon. Ich denke, wir können dir helfen. Danke, aber ich komme schon klar. Ich habe meine eigenen Pläne. Moment, was? Wie denn? Danke, aber ich habe schon... Klar, ich habe meine eigenen Pläne. Wie denn? Also, wir machen den letzten Job zusammen, um eine Lösung für dein Problem zu finden. Und dann lassen die Stadt hinter uns und schauen nie wieder zurück. Außerdem dachtest du doch nicht wirklich, dass ich dich einfach verlassen würde, oder? Zu vergessen. Ich bleib bei dir, wie komm, was wolle. Nein, nein, nein. Felix, komm. Okay, dann war's das. So mal, genau, ich würde sagen, ich beende das für heute. Ich will mal hoffen, dass ich das gespeichert kriege. Ich speichere das einfach ab. Weil mein Aufnahmeprogramm gerade nicht wissend spinnt. Ich hoffe, der hat das aufgenommen. Okay, ich beende das hier mal. Ich danke fürs Zugucken. Video Daumen hoch und so. Du gibst Bescheid. Okay. Ich mache hier mal Schluss. Bis dann. Ciao, euer Zai. Bye, bye, baby. Wisst ihr? Der macht nämlich nicht aus. Ah, fuck. Hoffentlich hat er aufgenommen.